Hallo NES-Freunde und NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Marble Madness am NES. Und das ist eine Frühstücksfolge, deswegen trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. So viel Zeit muss sein, ein Schluck Kaffee bei der Frühstücksfolge. Ja, wir ziehen uns gleich mal die Covers rein, das Frontcover hier, Marble Madness from the Arcade Classiker, haben wir schon mal einen Hinweis, das war mal ein Arcade Game. Und was sehen wir hier noch? Hier sehen wir 3D-Bahnen, wo Kugeln herumflitzen. Ich kenne das Spiel schon, ich hatte es damals im Game Boy öfters mal gespielt, aber am NES nie besessen und ich habe es schon mal am NES gespielt. Es gibt auch ein Let's Play davor, ein Multiplayer NES Let's Play davon, das kann ich euch gern verlinken. Was haben wir denn hier noch auf der Rückseite? Schauen wir mal auf die Rückseite. Ist von dem B, muss ja gut sein. Rollenstil, Rennen gegen die Zeit hier. Drei Screenshots wieder auf der Rückseite. War das damals vielleicht Pflicht, weil alle Games mit exakt drei Screenshots? Könnte sein, das fällt mir langsam auf. Langsam so nach 300 NES Games fällt mir das auf. Ja, 3D Raceways, also 3D ist hier alles, das wird hier auch noch betont, und 1-2 Spieler. Gut, schaut interessant aus das Cover, aber ich kenne es schon lange, also deswegen erstaunt es mich nicht ganz so sehr. Werfen wir noch einen kleinen Blick in die Wikipedia, vielleicht sagt uns die noch irgendwas. Ja, die sagt uns, ist eine Umsetzung vom Automatenspiel 1984 und wurde später erst auf Heimcomputer portiert und eben auch auf den NES dann. Ja, Spielbeschreibung können wir uns sparen, aber was interessant ist, es gibt hier wohl einen Nachfolger. Marble Madness 2 mit Unterwasserlevels und es gibt mindestens einen funktionierenden Automaten und der Besitzer hat sich verpflichtet, die ROM nicht zu veröffentlichen. Wie mysteriös ist das denn, Leute? So, kleines Faktenwissen am Rande, könnt ihr dann in der Mittagspause oder im Schulhof bei der nächsten Firmenfeier mit einem Wahnsinnswissen über Marble Madness angeben. Genug gequatscht, lasst uns das Spiel zocken. Gib das Cover weg, wir wollen das Spiel sehen. Gut, starten wir mal. One Player. Und hier müssen wir einen Namen eingeben. Okay, Namen eingeben. Das ist das, was Let's Plays ausmacht. Namen eingeben, das will man sehen. Ich gebe mal da den guten alten Rob ein. Rob, so viel Zeit ist. Keine Zahlen, kein 64, ein Jammer. Ja, welcher Steuerungstyp? Ich glaube, ich muss den 90er nehmen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, der 90er, der war der Gute. Boah, das knallt mir gleich auf die Ohren hier. Muss ich mich ein bisschen leiser trainieren und kurz auf Pause drücken, weil es ist eine Frühstücksfolge, da muss man Kaffee trinken. Es ist wirklich eine Frühstücksfolge. Ich nehme das jetzt hier zum Aufstehen auf, 8 Uhr in der Früh. So. Jetzt schon, los geht's. Roll die Kugel ins Ziel. Level 1 werden wir ja hoffentlich noch schaffen. So. Geht also da runter, dann geht es da weiter in diese Schlucht hier. Okay, das war zu schnell. Verdammter Mistkick. Okay, geschafft. Aber ich weiß ja, dass es noch richtig schwer wird. Richtig schwer. Und es gibt oft mehrere Wege, was das Spiel irgendwie auch cool macht. Mehrere Wege, Leute. Da ist jetzt eine schwarze Kugel. Okay, das ist die böse Kugel. Die böse Kugel soll sich pissen. Aber ich muss mal ein bisschen auf meine Wortwahl achten, weil ich weiß, es schauen hier auch viele jüngere Zuschauer zu. Also Entschuldigung, falls ich mich mal hier zu sehr ärgere und ein bisschen schimpfe. Habe ich einen Bildungsauftrag mit meinen NES Games, oder? Bitte das anders. Wichtiger Bildungsauftrag direkt von ZDF und ORF. Ich mache nur Spaß, interessiert keine Sau, was ich hier mache.
Ah, ja. Aber es kostet viel Konzentration, aber es, ich schaffe es. Das ist der beste Weg, war. Ich bleibe jetzt gerade ein bisschen. Der andere Weg, der zweite Weg, schaut irgendwie cool aus. Na, yeah, come on! Kurz vom Team. Ja, finde ein bisschen blöd, dass man die Save Points nicht einsehen kann. Oh je, die Zeit rennt aus, Ich darf nicht so langsam sein, okay. Einfach zu langsam. Ah, ja. Na, so wird das nichts. Ich muss Gas geben. Wir müssen mehr Gas geben, sonst geht nichts. Rob. Jetzt schauen wir einfach Rob mit 2B. Keine Ahnung. So. 90 Grad. Okay. Gleich Gas. Geht schon. Ja. Vollgas. Ich kenne nur ein Gas und das ist Vollgas, oder? Ich lebe sowieso nur bis zur nächsten Kurve. Wenn euch noch ein paar andere schlechte Motorradsprüche einfallen, dann haut sie mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Und andere vielleicht auch. So, Level 2. Go, come on. Okay. Wo ist jetzt hier? Ich hüpfe gleich da runter. Nein, ich hüpfe da nicht runter, weil er gefährlich. Okay. Runter schlecht und runter gestoßen werden ist noch schlechter. Okay, come on, hör auf, dich zu drehen, Mann. So, ich gehe da rechts runter. Also schön schnell durch. Warum gehe ich da? Komm mal. Weiter. Ah, den Trichter habe ich jetzt. Hätte ich zum Trichter gehen können. Ich gehe noch zum Trichter. Das ist, glaube ich, die schnelle Variante. Die coole Variante. Oh, okay, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Boah, das ist schwer hier. Hä? Wie soll ich denn da? Wie soll denn das gehen hier? Wie soll denn das gehen? Wieder rauf. Ja, rüber hinten. Und. Also ich muss da rechts rüber, ich kann da nicht. Da ist ein Abstand dazwischen. Ein bisschen gedauert. Wie soll denn das gehen? Einmal Sprung nehmen und. Na. Okay, die Abkürzung ist mir zu hart hier. Da auf dem schiefen rüber balancieren und da drauf. Nein, das ist mir zu schwer. Ich scheitere bei Level 2 bei Marble Madness, Leute. Wie peinlich ist das denn? Egal, ich stelle das online. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pro-Gamer bin. Ich spiele einfach nur gerne NES-Games. Ich spiele dieses alte Zeug einfach nur gerne. Und hoffe, dass sich auch ein paar andere Leute daran erfreuen. So, da. Ich bin einfach nur ein Junge, der NES-Games zocken will. So. Nein. Und ab ins Ziel. Ich möchte Level 2 schon noch schaffen. Also ich glaube, ich müsste eigentlich gut genug sein, um das hinzukriegen. Ich glaube an mich. Das wäre doch mein Wahlspruch für einen Politiker. So ein Plakat, wo drauf steht, ich glaube an mich. Ja, wenigstens ehrlich. Ja, vielleicht was für die Partei. Die hat mich jetzt gefressen. Der Reichstags. Oh, Wortspiel. Was ist jetzt los? Die Grafik ist schon ziemlich gut. Ich frage mich sehr, wie das so programmiertechnisch im Hintergrund ausschaut. Das hat mich da hier doch sehr interessiert, wie das gelöst worden ist, ja. So, na, geschafft. Und jetzt racen wir da durch und fliegen instant runter. Ja, wieso lenkst du nicht, Junge? Ja, lenk doch ins Ziel. Yeah. Level 2 hat auch noch geschafft. Na bitte, schnell einen Kaffee für die Frühstücksfolge. Geht schon. Optimale Spiel für die Frühstücksfolge. Nach jedem Level ist Zeit für den Kaffee. Ah, und das Sound ist
ja hier ziemlich geil. Also der Soundtrack ist ziemlich gut. Was sagt ihr zu dem Soundtrack? Der kann doch was. Wow, Urglück gehabt. Richtig fettes Glück gehabt. So, dann. Ich da durch. Was ist das? Das grüne Mist hier. Ich muss gar nicht rausgehen. Boah, ich so viel Glück gehabt. Unfassbar. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, war es können, aber es war wirklich einfach nur Glück. Was ist das mit diesem grünen Zeug da auf sich? Aha. Okay, ich habe so das Gefühl, es ist richtig schwer. Muss ich da runter? Okay. Ah. Komme ich da jemals wieder rauf? Da komme ich ja nie wieder rauf, oder? Kann ich da raufrollen? Oh ja, das geht. Und runter, runter mit dir. Boah! Stage Nummer 3 geschafft und die 10 Minuten sind um. Wahnsinn, die 10 Minuten sind um. Ich kann es nicht glauben hier. Ja, ich zocke jetzt noch kurz weiter. Keine Zeit für Kaffee. Richtig gutes Spiel, Leute. Marble Madness. Ich hab's ja schon zu zweit auch gespielt. Ich hab's zu zweit gespielt gegen den Paul, meinen Kumpel. Aber der ist leider so gut in dem Game. Ich hatte da echt keine Chance. Er hat das früher wohl öfters gespielt als ich. Aber ich hatte das Spiel auch nicht. Muss man sagen. Ich hatte das Spiel nicht. Ich hab's mir ab und zu mal ausgepackt. Hey, come on! Was geht hier? Hört auf damit! Lass mich da einfach durchgehen! Komm an, die Zeit geht aus! Durch! Lass mich da durch! Ich will! So. Geht doch! Und ich habe nur noch 7 Sekunden Zeit, wie soll denn das gehen? Okay, und jetzt mich zerbrochen? Hä? Wie soll denn das gehen? Ich check's nicht. Aber immerhin Platz 9, yeah! Platz 9. Bitte sehr. Was will man mehr? Marble Madness am NES, Leute. Zieht euch das rein. Wir sind ein richtig gutes Spiel. Richtig gut. Kommt auf jeden Fall auf die Liste der besten NES-Games. Macht super Spaß. Gab es ja auch für den Game Boy. Also kann man auch für den Game Boy zocken. Und was ist mit diesen mysteriösen Nachfolgeteil gibt, wo der Besitzer keine ROM ziehen durfte. Eieieiei, was da wohl los war. Wenn sich da jemand auskennt mit der Geschichte des Nachfolgers, bitte gerne in die Kommentare. Auf Wikipedia steht da ein bisschen wenig, aber genug, um mich aufmerksam zu machen und mich ein bisschen anzuteasern. Also Leute, kommentieren. Und wenn ihr schon beim Kommentieren seid, könnt ihr mir auch gleich einen Daumen hoch da lassen. Da freue ich mich. Und worüber freue ich mich noch? Über Kommentare habe ich schon gesagt. Und ich habe jede Menge schon über 300 NES-Games gezockt. Man fasst es. Oder? Man fasst es nicht. Und die könnt ihr euch alle anschauen. Und das solltet ihr am besten jetzt gleich tun. Baba. Tschüss, Baba. Und ja, ich muss noch einen Kaffee ausdrücken. Ich habe hier noch einen Kaffee. Ciao, ciao.